Muss ich nur gucken, dass ich irgendwie darüber komme. Okay. Yep. Kein Thema. Wir versuchen das mal. Käfige. Als wären sie Tiere. Boah, krass. In so einem kleinen Käfig mussten die dann schlafen. Heftig, ne? Ja, wie Tiere. Gerade so, dass sie drinnen liegen konnten. Liegen mussten. Übereinander. Sieh dir das an. Und keine richtige Matratze oder sowas, ne? So ein ganz leichter, so ein richtig brachialer Lattenrost und dann so ein Schlafsack einfach nur und das auf blanken Brettern gelegen. Übel. Und diese Gulags gab es ja wirklich. Das ist ja das Schlimme noch dabei, ne? Deshalb alle, die immer so, ole, ole, hier, ole, und so ran, ja. Das war nicht so unbedingt so toll. Anna teilt unseren Glauben nicht. Oder ihr Hiersein hat andere Gründe. Sie ist hin und her gerissen. Ich merke das. Mir ging es auch mal so. Aber wir müssen hier alle unseren Teil beitragen. Ich übernahm einen Wachdienst, um ein Opfer zu suchen. Und tatsächlich habe ich eine Verbliebene erwischt. Ich ließ mir Zeit, tat es mit den Händen, um zu sehen, wie das Licht in ihren Augen erlosch. Ich blieb bei ihr, bis sie kalt war. Magie. Konstantin sagt, dass wir mit der Quelle ewig leben werden. Dass wir das Angesicht Gottes sehen werden. Aber das habe ich schon. Genau hier soll ich sein. Mag dauert es finden. Aber das ist es. Ich bin zu Hause. Wie übel. Was für ein Psycho, oder? Richtig, richtig krass. Abartig. Ja. Oh, guck mal. Ja, der erste Kontakt war in einem der Schächte und es wurde alles auf die so konzentriert. Aber es kam wohl innerhalb einer Woche zur Revolte. Die Arbeiter hatten genug, was? So, gucken. Hab dich. Haha. Ein Schuss, ein Treffer. Noch irgendwo einer? Ich glaube nicht, ne? Sehr gut. Haben wir es alle. Tja, und jetzt können wir halt dann diese Molotov-Cocktails herstellen, ne? Und damit dann entsprechend halt solche Sachen wie diese Flaggen, also diese komischen Plakate halt kaputt machen. Da hast du eine Herausforderung hier. Oh, ist das? Ach, hier, da können wir... Naja, kann ich hier eine Handgranate machen. Will ich aber gar nicht. So, alles hier plündern, was die so dabei haben. Das letzte, den letzten Rest aus der kalten Dotten. Ha! So, Ja. Tada! Ah. So, das auch noch. Gut. Ja, besser hier. Was ist denn die Sache? Ich glaube, hier hinten war irgendwas, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Kriege ich das hier auf? Nee. Ich glaube, da musste man hier oben rüber. Wir schauen mal. Warte mal, da geht's. Ach so. Warum sie das erst nicht gemacht hat? Na egal. Geht's hier irgendwo. Das ist eine Leiter. Uiuiui, das war knapp. Das war richtig, richtig knapp. Oh, das ist die Schatzkarte, ne? Da sehen wir doch dann, wo alle Schätze sind. So muss es sein. Und hier. Na, da ist irgendwas, ne? Guck mal. Da oben drauf auch. Ah. Egal. Hui. Schönes. Und welche super coolen Geheimnisse, die man für uns versucht zu verstecken. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ja, ich gehe auch davon aus, dass eher nicht. Und weiter. So, was wäre das? Hui, ja, sieh einer an. Was haben wir denn hier Schönes? Wieder Button Smashing.
Das wäre ja cool. Vielleicht ein bisschen besser als die Knarre, die wir jetzt haben. Ich bin mit der AK echt sehr, sehr unzufrieden. Und? Hm, toll. Munition. Na ja, gut, okay. Es gibt, glaube ich, Schlimmeres. Nee, die Tür. Ich glaube, hier ist der Eingang zu einem dieser Gräber. Machen wir das auch gleich mal. Naja, hier so diese Zeichen sind hier dran und alles. Oh, alter Minenschacht. Sieht nach Pechblende aus. Muss eine Uranmine gewesen sein. Oh, super. Toll. Mann, da freut man sich ja richtig. Oh, was ist das denn? Mein Gott, die sind uralt. Was haben sie hier gefunden? Ich weiß es nicht, aber wir werden es rausfinden. Wir werden es Und los, auf geht's. Eieiei. Ah, schon ganz cool gemacht, ne? Also ich muss auch wirklich sagen, das gefällt mir bei dem Spiel, die Vielseitigkeit. Haben sehr, sehr schön gemacht. Dann noch die schnieke Grafik, die Optik. Das macht schon Spaß. So, da ist, glaube ich, ein Münzversteck, so wie das aussieht. Ja, werden wir uns nochmal die Münze holen. Immerhin wollen wir wieder shoppen gehen und wir brauchen ja verdammt viele Münzen, wenn wir hier... Achso, nee, gar kein Münzversteck. Oh, paddel schneller, los. Go, Lara. Ding, 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 ding. Hey, kommen wir nicht rauf. Da ist wahrscheinlich auch nichts, oder? Oh, weiß das nicht. Na, das sieht jetzt nicht so aus. Auch wie sie es alles immer so cool gemacht. Wenn sie so rumguckt. Und da hast du noch mehr den Eindruck, dass der Spielcharakter so sein eigenes Leben hat, so ein bisschen, also seinen eigenen Kopf. Ganz hübsch gemacht. So, ach, ist voll. Oh. Genau. Und einmal bitte. Oh oh. Alles sehr, sehr bröckelig hier, ne? Und ich kriege jetzt hier drunter lang. Na toll. Da ist sie echt ganz schön mutig, ne? Muss man ihr lassen. Also, ich hätte so meine Bedenken, dass wenn ich drunter durchkrieche, ich in dem Moment dann eingequetscht werde. Ey, das geht tief runter. Oh. Was zur Hölle? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Uff. Das war... Was für ein Einstieg. Krass. Ja, das war echt heftig. Hier geht's, glaube ich, wieder nach oben. Ja, es sieht mir so aus, als ob wir hier wieder nach oben kommen. Oder? Ja, ja, das ist die andere Seite, ja, doch. Okay, gut. Sehr schön. Habe ich nichts verpasst. Wunderbärchenhaft. Oh, was haben wir da? Aha. Ja, man muss ja gucken, ne? Man muss ja gucken. Nicht, dass da doch irgendwas Wichtiges noch dabei ist. Dass das noch funktioniert teilweise, ist echt der Wahnsinn, oder? Mehr Artefakte. Sie müssen in einen alten Gang gestürzt sein. Das muss ich mir ansehen. Machen wir, Lara, machen wir. Aber erstmal schauen wir uns hier an, was wir noch so Schönes finden. Mehr Münzen hätte ich gern gehabt. Fakt Jagd. Ja, super geil. Oh. Vorsicht, Vorsicht. Das kannst du doch nicht machen. Da schrie ich mich doch jetzt tot, wenn das so weitergeht. Ah. Die Insignien kenne ich nicht. Welche Insignien meinst du denn? Er ist noch halb voll. Könnte ich später noch gut gebrauchen. Ich weiß ja nicht, da hat irgendjemand anders schon dran genuckelt und... Trotzdem ist es ein bisschen... Ist
dann auch nicht so lecker. Ah, wie machen wir das jetzt? Oben drüber. Ja, oben drüber. Ich sehe es gerade, es müsste funktionieren. Na, geht doch. Sehr schön. Eher nicht sehr schön. Ei. Was immer sie gefunden haben, es muss da drin sein. Ja, das sieht gut aus da hinten. Das sieht echt gut aus. Aber das hier insgesamt sieht nicht so gut aus. Wir fahren hier rüber. Riesenmaschinen, ne? Sehr gemacht, echt. Jemand hat Werkzeuge versteckt. Und provisorische Waffen. Revolte. Wir können nicht mehr warten, bis unsere Brüder außerhalb der Mine ihren Widerstand beginnen. Die Sowjets haben etwas entdeckt, das sie noch mehr wollen als das Gift der Erz. Sie haben die Geschichte unserer Ahnen entdeckt, ihre Gräber entweiht. Das ist das letzte Unrecht. Erst dachten wir, die alten Wächter kämen hervor und bestraften unsere Peiniger. Aber jetzt erkenne ich, dass wir das Instrument der göttlichen Rache sein müssen. Wir sammeln unsere Kraft, verstecken Hacken und Äxte. Sehr bald werden die, deren Kraft noch reicht, sich erheben und unsere Unterdrücker hier begraben, bevor sie unser Gestern und unser Heute auslöschen. Sehr pflichtbewusst, muss man sagen, ne? Das ist echt krass. Also für die Sache tun die wirklich alles. Sehr aufopfernd. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Sinn für sich und sein Leben sieht, ist schon schön, wenn man sowas hat, finde ich. Sollte man auch haben, ne? In irgendeiner Form immer. So, ein Lager, sehr schön. Finde ich auch ganz gut, dass man in den Gräbern halt auch so ein Lager immer hat, wo man eine Praxis hier, das nächste Waffe. Ja, sieht ja schon ganz schnieke aus. Munitionskapazität, finde ich gut. Nehmen wir, ist gekauft. Ja.